Amen. Dann nochmal vielen Dank, dass ihr euch geöffnet habt und Gottes Segen für eure Kleingruppe. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Lasst uns doch nochmal aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für Kleingruppen. Ich danke dir aber auch für den Gottesdienst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist. Und ich bete einfach um die Kraft und Macht deiner Gegenwart, Herr, dass sie durch dein Wort tief in die Herzen kommt. Und Herr, wir haben viele Worte schon gehört, wir haben viele Botschaften gehört. Ich bin überzeugt, Geist Gottes, dass du austeilen wirst heute Morgen, wie immer du das auf dem Herzen hast. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Das muss schon eine Botschaft sein, weil ich muss euch sagen, ich habe heute Nacht echt eine Horrornacht gehabt. Mir ging es echt schlecht plötzlich. Also ich hatte richtige Magenprobleme, richtige Krämpfe und Übelkeit und konnte natürlich dementsprechend nicht so gut schlafen. Aber ich habe gesagt, für mich ist das immer auch ein kleiner Hinweis, ich will jetzt nicht alles zu vergeistlichen, aber ein Hinweis, dass es doch ein wichtiges Wort ist. Und ich bin auch überzeugt davon. Wir haben letzten Sonntag angefangen, darüber zu sprechen, und zwar über 1. Timotheus 6, Vers 11 bis 14. Und es ging um das Thema, wie sieht eigentlich lebendiger Glaube aus? Und ich erinnere euch nochmal, war jemand das letzte Mal nicht da? Da sind doch einige. Hört euch die Predigt an. Ich kann sie euch nur empfehlen. 1. Timotheus 6, Vers 11 bis 14. Ein kleiner Crashkurs für alle, um wieder reinzukommen. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein, ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. In der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Wir haben das letzte Mal festgestellt, dass unser Glaube ein zielgerichteter Glaube ist. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Ziel und der Belohnung. Die meisten Menschen oder die meisten Christen, müsste man sagen, die verwechseln das manchmal, weil sie sagen, es ist das Ziel meines Glaubens, in den Himmel zu kommen. Es ist das Ziel meines Glaubens, bei Jesus zu sein. Es ist das Ziel meines Glaubens, das ewige Leben richtig zu ererben. Aber das ist der Siegespreis. Es ist nicht das Ziel unseres Glaubens, es ist die Belohnung, die sogenannte Krone der Gerechtigkeit. Und das letzte Mal haben wir in 2. Timotheus 4, Vers 7 festgestellt, dass das Ziel unseres Glaubens ein dreifaches ist. Ich lese nochmal die Stelle. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt Paulus im Rückblick, im Bewusstsein, er wird sein Leben
beenden, den Lauf beenden. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. So hat das Ziel, das unser Glaube haben soll, drei Aspekte. Das eine ist, dass wir im Glauben treu bleiben. Und das war unser Thema das letzte Mal. Und übrigens, hier steht treu bleiben, den Glauben behalten, nicht den Glauben vermehren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe von Gott ist, das, was wir bekommen haben als Maß des Glaubens, festzuhalten, und zwar unter allen Umständen. Und das zweite, der zweite Aspekt ist, dass wir den guten Kampf kämpfen. Da werden wir heute schauen und den irdischen Lauf vollenden. Und es ist so wichtig, dass wir uns klar sind, was für ein Ziel wir ansteuern im Glauben. Deswegen habe ich mir auch erlaubt, dieses Maßband hinzumachen. Für manche mag das provokativ sein, kann man den Glauben messen. Ja, du kannst sehen, ob du in dieser Dynamik drin bist, ob diese drei Dinge in deinem Leben vorkommen. Du siehst ziemlich genau, wie deine Tendenz im Moment ist. Und das ist wichtig. Amen. Im Glauben treu bleiben, haben wir letzte Woche geklärt, oder ihn zu bewahren oder zu halten, heißt, dass ich mich gegen alle Einflüsse wehre, die mir diesen Glauben rauben wollen. Und ich kann dir eines sagen, da gibt es einige. Ich habe genug Menschen gesehen, die am Glauben gescheitert sind oder den Glauben sogar weggegeben haben. Der, der mich zum Glauben geführt hat, ist heute nicht mehr dabei. Und der hat gebrannt für Jesus. Er ist nicht mehr dabei, es ist eine Tragödie. Und dass wir das können, ist wichtig, dass wir geistlich wachsam sind, dass wir ein geistliches Unterscheidungsvermögen haben, weil der Teufel ist raffiniert. Und er wird alles dran setzen, dir diesen Glauben zu rauben, wenn er kann. Und wir haben gesehen, wie wird es im Alltag, wie soll ich das leben, den Glauben zu halten? Und wir haben gesehen das letzte Mal, dass es drei Kräfte gibt, die wichtig sind, oder drei Bewegungsrichtungen, möchte ich es im Glauben nennen, die wichtig sind. Nummer eins, dass wir lernen zu fliehen von Dingen, die wir nicht bekämpfen können und nicht sollen. Es gibt Bereiche des Lebens, in die wir nicht einsteigen sollen, sagt die Bibel. Wir sollen fliehen, buchstäblich fliehen davor. Und diese drei Bereiche waren die Liebe und die Abhängigkeit zu Geld. Wer sich da reinbegibt, der ist schnell gefangen. Wichtig. Und ich habe auch letztes Mal gesagt, die Liebe zum Geld ist nicht abhängig, dass ich sehr viel Geld habe. Gerade Menschen, die nicht viel haben und irgendwo anfangen, sich zu vergleichen mit anderen, die sind in dieser Falle schnell drin. Denn die wollen auch was sein. Sie wollen auch eine Geltung. Sie wollen auch eine Bedeutung. Und leider ist es in unserer Gesellschaft so, dass viel das Äußere betont wird und was man hat und was man erreicht hat und wie toll das Haus ist und wie oft ich in Urlaub kann. Aber all das ist gefährlich, wenn ich mich da reingebe, ohne Gottes Führung zu beachten. Und auch dieser Bereich der sexuellen Unmoral ist gefährlich für uns Christen. Da können wir schnell zu Fall kommen. Und, das habe ich auch gesagt, was gefährlich für uns ist, die Auseinandersetzung mit falscher Lehre oder mit Philosophien, die nicht biblisch sind. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mich mit anderen Dingen beschäftigen kann,
aber es ist gefährlich, wenn du nicht gefestigt bist. Und es ist auch gefährlich, wenn wir alles nehmen, was YouTube und was alle sozialen Medien anbieten im Moment. Es wird überflutet von Bibelauslegungen und die sind zum Teil richtig obskur. Die sind richtig schräg. Ich habe das letzte Mal erzählt, dass im Moment so eine große Prophetie rumgeht von einem afrikanischen Propheten. Und morgen werden wir sehen, ob es richtig ist. Er hat nämlich für morgen einen Lockdown angekündigt. Mit den Worten, ihr sollt sehen, dass ein Prophet zu euch geredet hat, wenn morgen ein Lockdown ist. Wisst ihr, was mich ärgert an der Sache? Man kann das ja locker nehmen. Aber was mich ärgert daran ist, dass es Schaden bringt auf das Echte. Deswegen sagen viele Christen, siehst du die Charismatiker, siehst du die Pfingstler mit ihren Prophezeiungen, die nicht stattfinden und die nicht kommen, es ist alles nicht wahr. Und es ist so schade, weil kein großer Mann, ich habe es nicht erlebt, nicht einmal in meinem geistlichen Leben, dass eine große Prophetie öffentlich zurückgenommen worden ist oder entschuldigt worden ist, ich habe daneben gelegen. Das schädigt. Und Christen werden irre davon manchmal. Die Lehren, die manchmal darum gehen, wenn du nicht gefestigt bist, du sollst nicht da reingehen. Amen. Das zweite war, wir sollen nachjagen, streben, dranbleiben an der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, also etwas Aktives auch, nach vorne gerichtet. Und da kannst du schon genau gucken, wo du im Glauben stehst. Ist es so, strebe ich im Moment der Gerechtigkeit nach? Strebe ich dem Glauben nach, der Liebe? Bin ich da drin bemüht, dass meine Liebe wächst? Und hey, ich sag dir eins, wenn du dein Liebesmaß feststellen willst, dann schau auf deine Beziehungen. Dann geh in eine Kleingruppe, weil da kannst du dich nicht verstecken. Hier kann ich sagen, oh, ich bin erfüllt mit der Liebe Gottes. Ich habe ja keine richtige Berührung mit dem anderen. Aber in jeder Beziehung, wo es enger wird, wird sofort sichtbar, wie stark deine Liebe wirklich ist. Deswegen ist es wichtig, auch in einer Kleingruppe zu sein. Klammer auf, Klammer zu. Das dritte war, das ewige Leben zu ergreifen. Ergreife das wirkliche und volle Leben, wozu Gott dich berufen hat. Eigne es dir an. Das ist so schade, dass wir das nicht beachten manchmal. Das bedeutet, das ewige Leben ist keine theologische Größe. Es ist etwas, was ich ergreifen kann. Etwas, was ich jetzt schon erleben darf. Nicht im vollen Maß, aber ich darf es erleben. Wenn ich stille Zeit mache, wenn ich die Bibel lese, wenn ich mit Gott rede, dann ergreife ich schon ein Stück von diesem ewigen Leben. Und es wird mir bewusst und dann wende ich es im Alltag an. Amen. Und jetzt gehen wir weiter. Wir kämpfen den guten Kampf. Oh meine Güte. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Erkämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und hier ist jetzt wichtig, dass wir zwei Dinge verstehen. Nummer eins, das ist wirklich essentiell. Unser Kampf ist nicht gegen andere Menschen. Unser Kampf ist auch nicht gegen Umstände. Und es ist auch nicht der Kampf des Lebens. Da steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Warum mache ich einen Unterschied? Im Idealfall sollte beides zusammenliegen, aber tut's nicht.
Weil manchmal und vielleicht auch nicht selten treffen wir Entscheidungen in unserem Leben und wir erleben Frustration, wir erleben Niederlage, wir erleben Herausforderungen und wir kämpfen einen Kampf, wo Gott gar nicht wollte, dass wir ihn kämpfen. Wir betreten ein Gebiet, wo wir gar nicht hätten reingehen sollen. Wir treffen Entscheidungen, die Gott gar nicht so für uns vorgesehen hat. Und dann sagen wir heldenmäßig, ich leide um des Glaubens willen. Tust du nicht. Du leidest, weil du falsch aufs falsche Pferd gesetzt hast. Wenn ich mich gegen Gottes Wort stelle und wenn ich anders lebe, wie Gottes Wort es sagt und ich erlebe negative Dinge, kann ich nicht sagen, ich bin verfolgt um des Glaubens willen. Versteht ihr? Ein großer Unterschied. Manche Kämpfe in unserem Leben sind selbst verschuldet, weil wir nicht gehorsam sind gegenüber dem Wort, sondern wir haben unseren eigenen Willen gelebt. Wichtig. Beispiel, ihr kennt die Geschichte, als Paulus gefangen genommen wird und nach Rom gebracht werden soll. Und es kommt die Winterzeit und die sind per Schiff unterwegs und Paulus bekommt ein Wort von Gott und er sagt zu dem Käpt'n noch, ich warne euch, Gott, dem ich diene, hat zu mir in der Nacht gesprochen. Wir dürfen nicht ablegen, sonst sind wir in Gefahr. Er warnt ihn ganz, ganz klar, aber der Käpt'n vertraut nicht auf das Wort von Gott, sondern er vertraut auf seine Erfahrung und auf seine Art, wie er die Dinge wahrnimmt und sieht. Kommt euch das bekannt vor? Dass wir manchmal hören, was Gott sagt, aber wir vertrauen nicht drauf, sondern wir denken, ich weiß es irgendwo besser. Oder meine Erfahrung sagt so und so, oder mein Wille sagt so und so. Und es hat jemand einen Anruf vom Herrn? Der Käpt'n hört nicht drauf und das Schiff legt ab und tatsächlich kommen die in lebensbedrohliche Seenot. So wie es Gott gesagt hat. Jetzt kann ich nicht sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Kampf gehabt und weil wir so bedroht worden sind, vielleicht noch supergeistlich ausgedrückt, weil dämonische Kräfte nicht wollten, dass er nach Rom kommt. Nein, es war die eigenwillige Entscheidung des Käpt'ns. Und das Tolle ist, und das ist tröstlich, möchte ich sagen, auch wenn es nicht immer aufgeht, Gott hat die ganze Mannschaft gerettet. Gott rettet uns auch manchmal, nicht immer macht er alles glatt in unserem Leben, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben oder falsche Wege gehen. An manchen Dingen wirst du ewig zu tun haben damit. Denkt an den Jakob, denkt an Abraham, so rum muss ich sagen. Denkt an Abraham, warum denke ich jetzt an Jakob? Abraham, der ein Ismael in die Welt gesetzt hat, das war nicht Gottes erster Plan, bin ich überzeugt. Und wir wissen heute, dass von ihm die ganze arabische Bevölkerung oder die Araber abstammen. Überlegt mal. Und jetzt gibt es Feindschaft, sagt die Bibel, zwischen Juden und gerade dem arabischen Volk. So wie es damals war, zwischen Isaak und Ismael. Ohne Wertung jetzt. Bitte nicht aus dieser Predigt rausziehen, alle Araber sind schlecht. Bitte nicht. Das ist nicht richtig. Denn Gott hat auch Ismael gesegnet. Das müssen wir in der Bibel auch sehen. Und ich glaube auch, dass er sich mächtig unter diesem Volk bewegt, Gott.
Und auch sie werden am Ende der Zeit werden vor dem Thron Gottes stehen. Viele von ihnen werden Gott mit anbeten. Das sehen wir heute schon. Amen. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Der geistliche Kampf. Noch ein Wort zum Schluss, sagt Paulus, nicht ich. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Hört es mal an. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Werde stark im Herrn. Wachse da drin, stark zu werden. Wer macht es? Nicht Gott. Du bist verantwortlich, dass du stark wirst in Gott. Und es geht nicht ohne Beten. Es geht nicht ohne Bibellesen. Es geht nicht ohne Gemeinschaft. Denn es ist das Wichtige, werden wir gleich jetzt noch reingucken, dass wir auch füreinander da sind. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an. Und das, was ich jetzt sage, ist auch nicht, um dich zu beschämen. Aber weißt du überhaupt, was das bedeutet? Weißt du, was die Waffenrüstung ist? Ich habe Menschen erlebt, die haben gebetet, die haben gesagt, ich bete jetzt, die haben das in einer Predigt gehört. Jeden Morgen bete ich jetzt, ich lege die geistliche Waffenrüstung an. Ich ziehe an den Helm des Heils, ich ziehe an den Brustpanzer der Gerechtigkeit, ich bin umgürtet mit der Wahrheit und so weiter und so fort. Dann habe ich gefragt, und was bedeutet das jetzt, wenn du das anziehst? Ja, das weiß ich nicht. Seht ihr, das ist das, was der Teufel liebt, Unwissenheit. Dass wir uns überhaupt keine Gedanken darüber machen, was bedeutet das? Was bedeutet dieser Helm des Heils eigentlich? Wie wende ich den praktisch an? Wie schützt dieser Helm meine Gedankenwelt? Das ist doch wichtig, oder? Und wenn ich weiß, dass es wichtig ist, dann sollte ich doch alles dran legen, dass ich da Weisheit drüber bekomme, oder? Dass ich weiß, wie es funktioniert, wenn ich eine Waffenrüstung habe, oder? Wichtig. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr die hinterhältigen Angriffe des Teufels widerstehen können. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Auch wenn es dein Nachbar ist, der dich triezt, auch wenn es ein Mensch ist, der dir böse entgegenkommt, der es böse meint mit dir, du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut, sondern da sind auch dämonische Mächte hintendran, die dich zu Fall bringen wollen. Denn entscheidend ist nicht, dass du angegriffen bist, das erlebt jeder. Entscheidend ist, wie du reagierst. Entscheidend ist nicht, dass du im geistlichen Kampf bist, dass du Probleme oder Herausforderungen hast. Es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was du damit machst. Ob du dich niederdrücken lässt, ob du dich entmutigen lässt, ob du die Segel streifst, weil du sagst, ich bin angeraunzt worden in der Gemeinde, jetzt gehe ich nicht mehr hin. Da freut sich der Teufel. Da freut er sich, weil er dich entmutigt hat. Seht ihr, der Teufel kommt nicht mit Schwefel und mit Gedöns. Der kommt nicht so, dass wir das immer so leicht erkennen, sondern so fiese, manchmal denke ich, wie ein kleines, hinterhältiges Bein stellen und du stolperst drüber. Und entscheidend nochmal ist deine Reaktion darauf, was immer
im geistlichen Kampf ist. Hat sich Jesus abbringen lassen, als er Petrus sagen musste, tritt hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was Gott will. In dem Moment hat er sehr deutlich adressiert, wer da hinten dran steht, hinter dem Gedanken. War Petrus der Satan? Nein, natürlich nicht. Aber in dem Moment hat Petrus einen humanen, menschlichen, sogar nachvollziehbaren Gedanken gebracht, der eigentlich abgezielt war auf Jesus, ihn vom Kurs wegzubringen. Das soll dir nicht widerfahren. Das Kreuz, das muss doch nicht sein. Das soll dir nicht widerfahren. Und das sind diese betrügerischen Gedanken oder Worte, die manchmal kommen, wo Leute sogar gebraucht werden, ohne dass sie das bemerken richtig, wie ein Trojaner. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Überleg mal. Ich habe mir auf der Herfahrt gedacht, eins der Dinge, was uns auch schläfrig macht, geistlich, ist, dass wir denken, wir sind nicht im Kampf. Und vielleicht sind wir es auch nicht so, wie wenn du an der Front wärst. Ich dachte irgendwie an die Ukraine und dann dachte ich, es gibt sicher in der Ukraine, gibt sicher Gebiete, die fast gar nichts vom Krieg mitbekommen. Also nicht direkt richtig, keine Kriegshandlungen. Die wissen, sie sind im Krieg mit Russland. Aber da ist keine große Kriegsaktion. Aber es gibt Gebiete, die sind voll unter Beschuss. Ändert es was dran, dass sie im Kampf sind? Nein. Nur die einen sind an der Front direkt und die anderen sind trotzdem mit dabei. Versteht ihr? Egal wie dein Leben im Moment läuft, wenn du sagst, bei mir ist alles easy, alles super, wozu sollte ich beten groß? Wozu sollte ich in ein Gebetstreffen gehen und für andere beten? Wozu sollte ich meine Bibel lesen? Läuft doch! Du vergisst, dass du in einem geistlichen Kampf bist. Und wenn, die Bibel sagt es auch im Epheserbrief ganz klar, wenn diese böse Zeit dann kommt, wenn die Front plötzlich vor dir steht, dann bist du nicht bereit und gerüstet gegen diese Attacken. Bist du schon irgendwo in deinem Leben mal überrumpelt worden? Ist es schon jemand so gegangen, dass dich irgendetwas völlig überrascht hat, überrumpelt hat und mal kurze Zeit aus dem Tritt rausgebracht hat? Hat es jemand erlebt schon? Ich habe es schon erlebt. Ein richtig blödes Gefühl, oder? Ein richtig unangenehmes Gefühl. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Amen. Stark zu werden geht nur, wenn ich geistlich wachsam bin, kampfbereit und bereit, den Kampf und die Herausforderung anzunehmen. Der geistliche Kampf kennt keine Pause. Es ist ein Krieg, der andauert, bis wir im Himmel sind. Und zweitens ist es ein Kampf, und das ist auch wichtig, der in uns selbst stattfindet. Es ist nicht nur von außen die Einflüsse, sondern ich glaube, das größte Schlachtfeld des Feindes ist in uns selbst drin. In unseren Gedanken, in unserer Seele. Wir kämpfen gegen diese Versuchungen, gegen die Verführungen der Welt. Na klar, dem, was ich mich aussetze, haben wir das vorhin nicht gehört, mit den Leuten, wo ich abhänge,
die prägen mich. Die Dinge, denen ich mich aussetze, die mich beschäftigen, die mich hauptsächlich in Beschlag nehmen, die haben auch die größte Kraft, mich zu prägen. Es ist diese Schlacht in unseren Gedanken gegen die Verführungen der Welt, gegen Zweifel, Entmutigung und Mutlosigkeit. Und diesen Kampf, den kämpfen wir immer. Und ich will es nicht immer wieder ausrollen, aber ich sage euch was, für mich war das oft, ich bin gesegnet worden von Gott für viele Jahre, dass ich eine sehr positive Einstellung habe, eine sehr starke innere, ich habe es gedacht jedenfalls, Resilienz. Aber in der Zeit vom Burnout habe ich gemerkt, wie schwach ich ohne Gott bin. Und wie Gedanken dich überfluten können, dich mutlos machen können. Wie in Elia, der das hört, nachdem er diesen Riesensieg hat und dann zusammenschnurrt wie so ein Gummiband, zusammenschnurrt und sagt, ich will im nächsten Moment, ich will sterben. Ich habe oft gedacht, als Pastor, als Christ, habe ich gedacht, wie kann man sowas sagen? Wie kann man sowas machen nach so einem großen Sieg? Ich halte meine Klappe. Ich habe viele Siege gesehen, aber ich weiß auch, wie tief das runtergehen kann und wie das, was du denkst, wo du stark bist, manchmal gar nicht so stark ist. Das soll euch nicht entmutigen, sondern es ist wichtig, dass wir nicht alleine kämpfen. Der geistliche Kampf ist ein Kampf, den wir auch miteinander kämpfen, füreinander kämpfen. So zum Schluss, warum ist der Kampf ein guter Kampf? Komisch, oder? Will jemand Kampf? Wer will Kampf? Ich bete nachher. Kampf ist nie schön, oder? Deswegen, ich bin oft über diesen Begriff von Paulus drüber gestolpert und habe gedacht, wieso sagt es Paulus, dass es ein guter Kampf ist? Warum? Ganz einfach. Es ist Nummer eins ein guter Kampf, weil er für das absolut Richtige und Wahre geführt wird. Es gibt keinen besseren Kampf, wenn es Kampf gibt, als für den Kampf, für den Glauben, für Jesus. Für die Wahrheit. Amen. Und siehst du, das ist eine andere Qualität, wie wenn ich Kämpfe habe in meinem Leben, die ich aufgrund meiner Lauheit, aufgrund meiner Sünden, aufgrund meiner falschen Entscheidungen kämpfen muss. Das fühlt sich nicht gut an. Deswegen konnten Menschen, die im Glauben, die diesen Kampf gekämpft haben vor uns, sind nicht verzweifelt, denn Paulus ist nicht verzweifelt, obwohl er Kämpfe gekämpft hat. Klar hören wir das auch aus seinem Wort raus, dass es ihn menschlich getroffen hat. Aber dieser Mann, nochmal, schreibt aus dem Gefängnis, aus der ungerechten Sache, die er erlebt, aus der Einschränkung, er muss zugucken, wie seine Gemeindearbeit langsam kaputt gemacht wird von ihr Lehrern. Dieser Mann schreibt den freudigsten Brief der Bibel, den es gibt, den Philipperbrief. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und er sitzt im Gefängnis. Warum? Weil er wusste, ich bin hier, weil mein König das will. Und hier in meinem Gefängnis gegen den Umstand hat er nicht gekämpft, sondern er hat gekämpft, dass seine Gläubigen bei der Stange bleiben. Er hat gekämpft für die Wahrheit des Evangeliums. Amen. Nummer zwei, warum ist der Kampf ein guter Kampf? Weil der Ausgang feststeht. Jesus ist der Sieger und wir mit ihm. Der Ausgang steht fest,
wenn wir diesen Kampf annehmen und die Waffen, mit der Waffenrüstung Gottes kämpfen. Und drittens, das ist das, was ich gemeint habe, wir kämpfen hoffentlich nicht alleine. Wir haben alle Zusagen Gottes auf unserer Seite. Wir haben das Schwert des Geistes. Das benutze ich selber. Wir haben die Hilfe des Heiligen Geistes und wir haben die Macht des gemeinsamen Gebets. Amen. Ich schließe mit Epheser 6 und werde beim nächsten Mal weitermachen. Ich bin noch nicht fertig. Epheser 6. Endlich ist er fertig. Nein, nein, ja, gut. Ich glaube, ich muss noch eine dritte machen. Haltet das aus noch? Okay. Epheser 6, Vers 18. Betet immer und in jeder Situation. Sagt es mal. Immer und in jeder Situation. Wann ist immer? Immer. Ist es auch Freitag um 18.30 Uhr, wenn Gebet ist? Immer. Betet immer in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet beständig für sich selbst. Seid ihr noch da? Was steht denn da? Könnt ihr nicht mal lesen? Ich bin ein Irrlehrer. Betet beständig für alle, die zu Christus gehören. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was ich beten soll, deswegen gehe ich nicht ins Gebetstreffen, dann habe ich eine gute Nachricht. Du musst nur anfangen, für jeden, der hier ist, zu beten. Amen. Dann kannst du schon beten. Das ist, ich mache es jetzt lustig, aber das ist essentiell wichtig. Unser Gebet füreinander, und das haben wir auch gehört jetzt in der Kleingruppe, das Austauschen, aber ich glaube auch, ihr habt viele Erfahrungen gemacht, wenn ihr füreinander gebetet habt. Das Austauschen war wichtig, sich ins Licht zu bringen, einander zu bekennen, da stehe ich, jetzt mache ich alles auf. Und ich glaube, dass Gott schon so viel bei euch getan hat. Weil ihr das beherzigt habt, betet füreinander und es ist Teil des geistlichen Kampfes. Amen. Und das nächste Mal gucken wir, wie wir den Lauf vollenden. Amen. Amen. Der Joachim macht immer weiter, aber ich glaube, ich bin die nächste Woche nicht hier vorne. vielen Dank, Joachim, für deine Unterweisung in Form einer Predigt. Ein bekannter Comedian hat oft gesagt, ihr wisst jetzt Bescheid, macht was draus, ich kann mich nicht um alles kümmern. Also es liegt an euch, es liegt an jedem Einzelnen, dass er jetzt diese Dinge versucht umzusetzen und sich von Gott leiten zu lassen in seinem täglichen Leben. Nach dem Gottesdienst, wir werden nachher